So, moin Leute, willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Wir sind die Jugendlandwirte, ich bin Linus und das hier ist Nelio. Moin Leute. Genau, wir haben jetzt schon den Häusler angebaut. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass jeder Splitz gebrauchen. Ich bin gerade schon halb runter, deswegen muss ich jetzt einmal kurz einen neuen Splint suchen und soweit heute. Und morgen, Neil, du übernachtest heute wieder bei uns. Komplikation. Ich finde diese Splinterbox jetzt nicht. Deswegen, ich hatte jetzt den hier. Aber der passt nicht so ganz. Deswegen hole ich mir jetzt vorübergehend einen Nagel. Und dann machen wir das mit einem Nagel einfach ganz schnell vorübergehend. Genau. Und dann morgen fahren, dann mal zum Baumarkt oder sowas, mal gucken. Oder irgendwo anders gibt es die auch noch nicht. Ah. Ist hier die Spinsebox, das heißt, ich brauche gar nichts vorübergehend machen. Ihr seht, dass sie, ich glaube, sie gab es noch 5er in irgendeinem Supermarkt, dass es Angebote immer gibt. Mal nicht mal, ne? Ich glaube, es steht sogar noch ein Preis drauf. 2 Euro. Ja. Genau. Meine Katzen sind wieder schön am Ausruhen, haben ja eh nichts Besseres zu tun. So, wir bleiben doch bei dem vorübergehend. Weil das Ganze sonst ist halt ganz schön dünn, ne? Das springt auch schnell wieder raus, muss ich sagen. Genau, ich hatte euch noch von letztem Mal, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt gefilmt hatten. Da haben wir schon ein bisschen weiter gemacht. Der ist jetzt eng. Wir müssen nur hier noch ein Loch durchgebohrt kriegen, hatten keinen passenden Bohrer dabei, den müssen wir noch morgen auch kaufen. Wenn wir dann zum Baumarkt fahren. Und deswegen machen wir das morgen dann fertig. Und dann können wir mal gucken, wie das mit dem Striegeln läuft mit dem Kubota. Genau, wir sind jetzt auf dem Acker angekommen. Kubota steht schon bereit. Unkraut ist relativ, hält sich noch in Grenzen. Und hier seht ihr das? Kartoffeln, die kommen jetzt langsam schon. Hier schon ein kleines Löchlein drin, aber das ist erstmal nicht weiter schlimm. Genau, die kommen. Ich habe auch noch nicht mal gemessen gehabt. Hier sollte jetzt noch eine liegen, hier irgendwo. Kommt jetzt auch die Tage dann. Genau hier. Ne, das ist Unkraut. Genau, auf jeden Fall. Die liegen auch gut auf 30 bis 40 cm alle. Ungefähr, plus minus. Das kann man ja nicht so auf den Zentimeter genau machen. Und dann geht das jetzt hier gleich los. Und man sieht hier halt auch schon, deswegen häufig auch, beziehungsweise wir, ne? Die Schafe sind die letzten Wochen drauf rumgelaufen. Und deswegen ist auch ein bisschen Kot und so, das ist ja auch gut. Aber der Damm ist halt auch kaputt gemacht von denen, weil die halt nicht so wie wir drauf achten, dass die nicht den hier machen, ne? Sondern die. Na, ist abgefressen. Laufen einfach rüber, ne? Genau, und abfressen tun die jetzt auch mal ein bisschen, aber ab heute kommen die nicht mehr drauf. Wir zäunen, wir haben uns noch einen neuen 100 Meter Mobilzaun bestellt, das hatten wir, glaube ich, schon gezeigt. Ja. Ne, unserer war kleiner. Uns wurde nämlich noch ein Huhn weggenommen. Kleiner, ja. Uns wurde nämlich noch ein Huhn weggenommen jetzt die Tage. Größte, vom, ne? Vom Adler. Ja, das war das dickste. Nein, das zweitdickste. Das zweite. Eins von den dicksten. Okay. Genau, die Schafe zertrampeln die Dämme teilweise. Und deswegen wollen wir anhäufen. Und wegen sowas hier, das wird dann quasi einfach zugeschüttet. Beziehungsweise, was ja unser Ziel ist. Wir wollen ja heute mal versuchen, ob das funktioniert. Mit diesen Vorsätzen meinte ich die hier. Ich weiß nicht, ob die wer kennt. Das quasi läuft wie ein Grubber. Ne? Das Ding geht hier rein. Läuft dann etwas tief auf den Boden. Und schabt dann hier ein so eine schöne Schicht ab. Und der Häufler drückt die dann wieder dran, dass die Kartoffeln trotzdem genug haben zum Wachsen, genau. Wir bauen das einmal an und melden uns gleich. Irgendwie ist heute ein Wurm drin, das wird hier nichts. Ich habe ja ein bisschen rumprobiert. Wir machen jetzt hier ein bisschen das runter. Gleich wieder alles da, wo wir zu hoch gehäufelt haben. Und dann wollen wir eigentlich eine ganz gute Idee sogar. Bei denen hier die beiden abbauen. Also bei beiden
den und den abbauen. Auf beiden Seiten. Und dann quasi einfach mal wie ein Grubber zwischen den Reihen mittendurch. Das machen wir und dann melden wir uns nochmal währenddessen. Wir haben heute echt eine Pechsträhne. Ich habe jetzt ein bisschen probiert, den ganzen Damm hier aufgerissen quasi. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe ihn aufgerissen, aber. Genau, heute ist mir ein bisschen. Wir müssen wieder am Düsen. Heute ist ein bisschen eine Pechsträhne. Deswegen hören wir jetzt heute auf soweit erstmal. Und hier sieht man nochmal die schönen weiten Kartoffeln, die hier alle schön gedeckt werden. Was das hier so soll. Genau, wir haben halt irgendwie, wie gesagt, eine Pechsträhne. Wir hören jetzt erstmal auf. Und dann melden wir uns morgen nochmal oder nachher, wenn noch irgendwas vorfällt. Und knipsen dann nochmal die Kamera an und dann gucken wir nochmal weiter. Bis dann, bis morgen. Nelio, willst du auch noch was sagen? Er sagt. Moin Leute, der nächste Morgen ist angebrochen. Wir lassen jetzt hier mal die Schafe raus. Ja genau. Also ich bin gerade alleine, denn Linus ist heute in der Schule, aber der hat nur kurz Schule, deswegen. Ja genau. Jetzt lassen wir kurz die Schafe raus. Und dann wollte ich hier hinten, also wir müssen das mit unserem neuen Zaun, den wir jetzt haben, müssen wir da hinten den Acker einzäunen, dass die da jetzt nicht die Kartoffelpflanzen runterfressen, weil die ja jetzt schon rausgucken. Ja genau. So Leute, am Acker angekommen, bedienen sich die Schafe schon ordentlich. Und das eine hier, das guckt noch, was ich hier mache. Melle, was machst du da? Hier ist übrigens der Computer drunter, den haben wir eingepackt. So, ich stelle jetzt hier mal den Zaun auf, dass sie hier nicht durch können und dann noch gleich da hinten. Bis gleich. So, nächster Tag, wir haben auch Besuch. Moin. Genau, hier wird irgendwie ein Tong oder sowas hier verladen, deswegen ist das ein bisschen laut, ich hoffe man kann mich gut verstehen. Wir waren auch einfach beim Raiffeisen, haben Späne, Pferdefutter etc. gekauft. Wir machen jetzt einmal den Mischstreuer leer. Anhänger ist jetzt soweit leer. Genau. Wir haben jetzt hier schon mal Mulch herangebaut, alles abgefettet. Nehmen das hier mit rüber. Das kennt ihr noch von letztem Jahr von der Brennnesseljauche. Und haben wir es überhaupt gezeigt? Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall im letzten Jahr Brennnesseljauche und es hat ganz gut funktioniert. Und deswegen werden wir das dieses Jahr wieder machen. Und genau, das machen wir jetzt einmal, räumen den Anhänger aus, laden das Ding auf, dass mein Vater uns mit dem Auto rüberfahren kann. Und dann sammeln wir erstmal die ganzen Stöcke runter, bevor wir anfangen zu mulchen. Und dann geht das weiter. Bis gleich. Leute, wir mähen hier jetzt gerade alles schön. So Leute, hier wieder aus der Zentrale und zwar haben wir leider ein Outro vergessen und ja, wie immer lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Channel und aktiviert die Glocke, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Video, tschüss!